nach dem Video ist immer vor dem Video. Diesmal begrüße ich euch jetzt vorab, vor diesem Video von meinem Büro, von meinem Office. Ich habe gerade das ganze Videomaterial von den letzten Monaten verarbeitet jetzt da und ja, bin drauf gekommen, dass da gewisse Videosequenzen einfach überbelichtet sind. Und trotzdem möchte ich euch das Video jetzt nicht vorenthalten, denn ich habe es noch quasi mit Schwarz-Weiß retten können. Deswegen möchte ich mich auch gleich entschuldigen bei euch. Also es sind gewisse Einblendungen Schwarz und Weiß. Die waren einfach so ausbrennt, dass ich es nur mehr so retten habe können. Ich wollte es aber nicht weglassen, weil es sehr informativ sind und weil es auch, wie gesagt, das ganze Video jetzt auch abrundet, dass es auch sehr authentisch ist. Und ja, wie gesagt, ich sage auch genau, nach dem Video ist vor dem Video, weil mit jedem Video entwickle ich mich weiter. Und viele von euch können das auch nachvollziehen, wie das sicher ist, dass man vor der Kamera, hinter der Kamera steht. Und wie gesagt, im Videoschnitt, das mache ich eigentlich alles alleine. Also die Hans Videoproduktion, das bin ich ganz alleine. Und das ist oft auch gar nicht so leicht, die ganzen Sachen nachher da so umzusetzen. Leider hat auch einer der größeren österreichischen Kanäle jetzt, ich glaube, jetzt ist es ein Monat her, hat einer der österreichischen größeren Karpfenkanäle genau das gleiche Thema beschrieben und hat eigentlich damit aufgehört. Das ist der Carp in Session. Das bedauere ich eigentlich sehr, weil das war immer ein ganz cooler, informativer Kanal. Ist er auch noch, er soll noch bestehen, aber er macht anscheinend keine weiteren Videos, genau aus derer Thematik, weil es einfach zu schwierig ist, beides in einen Topf zu kriegen. Ja, ich möchte euch jetzt auch gar nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und sage ganz normal Action. So, wir haben jetzt 8 in der Früh, haben heute leider in der Nacht zwei Fehlattacken gehabt. Um 12 ist das Wasser gekommen, dann hat sich bei uns leider durch das steigende Wasser der Anker gelichtet. Dann hat es uns eingedreht, wir sind auf eine eigene Stelle gefahren, haben schnell 4 Routen wieder platziert, die sind keine Stunde gelegen, haben wir natürlich dort auch wieder bei 2 Stammmontagen wieder Dreck gefangen. Die haben wir nachher da als ein kompletter im Baum verloren, da haben wir nicht einmal dumm getan, sondern die haben wir gleich abgeschnitten. Und wie gesagt, jetzt haben wir schnell einen Kaffee im Hafen getrunken um 6 Uhr. Wir sind jetzt um 8 Uhr raus. Ihr seht, ich blende euch einmal ein, was jetzt da für Schaumkronen kommen. Und wie gesagt, wir gehen jetzt gerade auf Drift-Tour zum Spinnfischen. Wir schauen, dass wir da die gezielten speziellen Bereiche jetzt da anwerfen. Und wie gesagt, ich habe einen recht großen Oberflächenköder, was ich da gerade teste, der was am Plopper macht beim Einschlagen. Ich warte da immer und suche mir ganz gezielt auf Bereiche aus, wo es hinten dreht, wo man so eine kleine Kreisel-Kehrströmung hat, und dann werfen wir gezielt nachher dort immer wieder rein. Mit einem ein bisschen Indianerfischen praktizieren, wir schauen, wo war jetzt gerade eine Aktion, wo hat gerade ein Wels geraubt, und die probieren wir jetzt zum Erwischen. Wir müssen vorwärts machen,
Vielleicht können wir euch jetzt nachher beim Spinfischen noch den einen oder anderen Waller zeigen. Das ist die andere, oder? Wir zwar verwenden jetzt da unterschiedliche Beköderungen. Einmal einen Gummifisch mit einem Bleikopf und einmal einen Wobbler. Den Wobbler, was ich da verwende, da schaue ich eigentlich immer beim Hochwasser, dass der Wobbler, wenn er auftrifft, einen gescheiten Knoller macht und genauso eine gescheite Wasserverdrängung hat bei den ersten zwei Andrehungen oder bei den ersten zwei Spulumkurbelungen. Genauso wichtig ist es im Endeffekt, dass man verschieden nachher da sieht, ob der Kollege jetzt dann mit dem Gummifisch wirft und mit dem Gummifisch erfolgreicher ist, dann wird natürlich gleich mal umgebaut. Genauso auch umgekehrt, wenn der Wobbler läuft. Wichtig ist immer wieder, dass man, wie gesagt, wie vorher schon beschrieben, einfach die Spots auch genauer lokalisiert. Wenn man es jetzt ein bisschen weiter weg haltet vom Ufer, ist das einmal wichtig, dass man wirklich dieses Indianerfischen praktiziert und trotzdem aber das beachtet, dass man auf Wurfdistanz bleibt. Wenn man aber, so wie wir jetzt da nachher, da fahren, gehen wir jetzt ein bisschen in eine schnellere Drift, dann schaue ich, dass wir etwas näher ans Ufer kommen, dass wir eben nur mit Schlenzen zu zweit ganz schnell viele Bereiche abangeln können. Das ist wirklich nur reinschlenzen, blub, schnell wieder reinholen, reinschlenzen, blub, schnell wieder reinholen. So kann man wirklich effektiv im schnellen Wasser einen großen Bereich und große Standplätze abfischen. Ja, wie gesagt, ich würde es nicht weitersprechen, sondern ich will werfen, ich will meinen Wollen noch fangen. Wir geben Gas, bis später. Erster Zielfisch, wunderschöner Fisch, total hell, für mich einfach immer wieder ein Zeichen, dass die Fische an der Oberfläche fressen, total zernorbt. Das wird ja immer nur gegangen, sondern hin und wieder muss auch gearbeitet werden. Oh, schau mal, was man nicht alles findet. Rauschenpost. Der Vater freut sich, der ist gerade im Gesicht gewaschen worden. Ja. Da sieht man, wie die Versorgung funktioniert. Ich bin dankbar um die Hilfe. Genauso ist aber Hafen dankbar um die Hilfe. Man sieht, dass wir da einen richtig Schub drauf haben am Fluss. Das Hochwasser neigt sich langsam dem Ende. Wir sind heute erreicht. Und es kommt nicht mehr so viel Dreck daher, vereinzelt kommen noch ein paar Mal daher. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass es noch mehr Wuppen erfährst. Wir haben noch eine kleine Ernte gehabt. In Italien. Wie erklärt er den ganzen Scheiß da? Alles voll mit Maisernte und. Auch die Tomaten schwimmen da, als frisch gewaschener. Genau. Super. Wenn man her, wo man sieht, dass das echte Tomaten sind. Das ist nämlich genau die Sache. Ja. Da werden die Jungs halt von mir auf einen Mais oder auf einen Tomatensalat eingeladen fürs Arbeiten. Und ja, und zwei Übeltäter haben wir jetzt zu viert da ausgearbeitet. Ein dezentes Stötterli, würde der Markus sagen. Und ja, wir machen weiter. Danach gibt es ein Kaffee oder ein Bier. Dann schauen wir, dass wir am Abend oder spätestens am Nachmittag rauskommen, dass wir wieder fischen kommen. Die Boote stehen bereit. Thank you.
einer von den Surface Hunters von der gestrigen oder von der heutigen Morgenstund. Schaut einmal, wie gelb das der Fisch ist. Die Fische sind kugelrund. Den Fisch haben wir jetzt bei fallendem Wasser bei einem Ausläufer fangen dürfen noch. Jo, hat super funktioniert wieder. Ich zeige euch jetzt noch ein kleines Gerät, mit was wir gefangen haben. Ich bin mega happy. Schaut einmal, wie dick das die Kollegen im Moment sind. Und ja, schaut euch den Gelb da nochmal an. Braucht man nicht mehr dazu sagen. Fisch ist auf eine Hormontasche gekommen, ganz normal präsentiert an der Oberfläche. Aber auf der Kanten schon gestellt ins Tiefe. Also wir haben nicht mehr bei den Buschen gefischt. Wir sind von den Büschen schon weggegangen. Plan ist wieder aufgegangen. Wir haben mehrere Bisse gekriegt. Wir haben zwar den ein oder kleinen Fehlbiss kassiert von kleinen Fischen. Der ist aber draufgegangen und hängen geblieben. Wir haben eine Freizeit, was weitergehen. Unser Fanggerät war einfach die Catbuster mit einem Monofahrfackel, 60 Gramm Blei. Entschuldigung, haben jetzt 30 Gramm Blei, wie gesagt, auf 1,5 Meter vor. Und lang gebunden, dass der Fisch den auch an der Oberfläche gut einsaugen kann. Wie gesagt, wir haben da die Catbuster LH, BCB drauf. Wie gesagt, einfach mächtiges Gerät, mit dem kann man genauso auf Steine wie auf der Oberfläche fischen. Macht mega Spaß der Drill, weil sie einfach gewisse Restreserven hat, dass man auf der Oberfläche auch den Köder gut spannen kann, dass man den Anschlag auch durchkriegt und zusätzlich, wenn man solche Exemplare erfangt, hat man einfach mega Spaß damit am Drillen, weil die, wie gesagt, die gewisse Route doch auch anhand eine gewisse Weiche hat. Wie gesagt, einfach für mich top Gerät. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. So, das Surface Hunter, was ihr jetzt da gerade gesehen habt, hat heute in der Früh da, kurz vor der Dämmerung, ein kleines Present hinterlassen. Das ist immer wieder sehr interessant, was die Fische raufkotzen, weil der hat uns da jetzt so einen lässigen, der stinkt, so einen lässigen Fisch da geschenkt. Ist traurige, oder das Faszinierende daran ist, da sind wieder Federn drauf. Also dürfte sich der Kollege, ich muss das reinschauen, gut, dürfte der Kollege da wahrscheinlich sich ein Blashund oder Blässhändel da von der Oberfläche gepflückt haben. So groß war der Kollege jetzt da gar nicht. Ich sage einmal 1,70 Meter, zwischen 1,70 Meter, 75 und 1,80 Meter. Wir haben jetzt gar nicht gemessen. Wäre jetzt auch gar nicht so möglich gewesen im Boot. Wollte meinen Fischer gar nicht antun. Last but not least, geiler Fisch, geile Farbe. Cooles Präsent, dass man einfach einmal wieder sieht, was die Dinger wirklich beim Hochwasser eigentlich weglutschen. Nämlich alles. Alles und noch viel mehr. Eine der wichtigsten Sachen, was mich immer alle die Leute herunten fragen, im Punkt der Hochwasser, mit welchen Apps, dass ich da runden arbeite und auf was ich eigentlich wirklich auch schaue und auf, ja, wie man das Wasser am besten kontrollieren kann. Vor allem speziell jetzt im Oberlauf ist es extrem schwierig. Jeder von euch kennt das Po.hu. Das ist eigentlich ja, für einen Mittellauf eine der ausschlaggebendsten Sachen. Da siehst du Cremone als erste Zählerstation, dann Casamalciore, dann geht es runter Bocaforte und so weiter, noch ein bisschen ins Delta. Da kann man nachher da immer wieder ungefähr einschätzen, wie viel Wasser das kommt. Das ist im Oberlauf aber relativ schwierig, weil die Zählerstation ja unter mir ist. Ich habe hier oben da jetzt zwei Möglichkeiten. Und zwar die eine Möglichkeit ist, ich schaue direkt unter AIPO. Und wenn ich unter AIPO reingehe, dann gibt es da eine Suchfunktion und dann gebe ich Ponte Becca ein. Und Ponte Becca ist die Zählerstation, die was da über mir ist. Und da kann ich nachher schon mit der Zählerstation da oben nachher sagen, kurz vorher, wie viel Wasser das da bei mir ankommt. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, weil wir haben vor ein paar Tagen wieder ein relativ schnelles, rasches Hochwasser bekommen, haben uns verpokert. Es hat nicht so viel geregnet, aber es hat an deinen Tag mehr geregnet oben in, ja, in Norditalien. Unter anderem habe ich mitgekriegt, dass der komplette Brennero voll ist mit Schnee und dementsprechend ist da auch wieder relativ viel Wasser gekommen. Es sind 4 Meter in Cremona gewesen. Bei uns war, ja, sollten es vielleicht zwischen 30 und 50 cm, wenn überhaupt, gewesen sein. Aber es war nachher schon so weit, dass die ganze Sache richtig gefährlich geworden ist, weil wir haben uns in den Außenkurven hinguckt und haben nachher ja, 4 Routen verloren, haben die einfach nur mehr abschneiden können. Jeder von euch weiß, wenn man 4 Routen abschneidet und die ganze Schnur verliert, ist meistens auch der Trip vorbei, weil wer hat nachher schon einmal 1500 Meter Schnur einfach so im Gepäck. Und die Sachen lassen sich einfach vermeiden, wenn man entweder, wie gesagt, Mittellauf unten ist das po.hu, also po.hu, da heroben schaue ich unter AIPO,
AIPO, wie gesagt, Ponte Pecca ist die Zählerstation da oben. Oder es gibt noch und auch noch ein vereinfachtes App, wo ich aber nicht so speziell damit arbeite. Das ist das River App, das zählt für ganz Europa, für die ganzen Flüsse. Da kannst du jeden einzelnen Fluss, was du eingibst, auch immer wieder nachschauen, wie sich die Pegelstände genau verändern. Wie gesagt, ich arbeite am liebsten mit AIPO, weil das wirklich exakt und genau ist, wird auch relativ schnell am Tag immer wieder aktualisiert. Unter anderem habe ich noch eine Wetter-App, wo ich unten arbeite. Besser gesagt, ich habe zwei Wetter-Apps. Das eine ist Meteo Blue. Da kann ich einfach wirklich immer gleich einmal mit Ortungsdienste einfach einschalten. Oh mein Gott, wir werden überwacht. Haha. Ortungsdienste einschreiben oder sonst den Ort einfach reinschreiben. Ihr seht da wirklich 7-tägig, 4- oder 14-tägige Vorschau. Steht alles drinnen: Mondphasen, Luftdruck. Stündlich kann man da reinschauen, wie das Wetter vorgeht. Ist relativ genau. Für das, wenn es aber richtig genau sein sollte, ist es Meteorologie à Lombardei. Ich schreibe euch das da unten nochmal genau rein. Ich bin mir selber nicht ganz sicher, ob das jetzt auch richtig ausgesprochen war. Ich schreibe es euch da trotzdem nochmal rein. Da sieht man nachher den komplett norditalienischen Raum bis hoch in die Schweiz, nach Frankreich. Und da sieht man nachher wirklich in 5 Minuten, fünfminütig wird es aktualisiert, die ganze Sache. Und da bist du wirklich auch gut bedient, weil dann siehst du wirklich anhand von den Farben grün, rot bis dunkelviolett. Dunkelviolett ist Weltuntergangsstimmung. Also habe ich da unten auch Anfang der Saison da nach den ersten Sommer, den ersten Sommerregen erlebt. Kann ich das nur sagen, ich habe ein paar Mal da hinten vor lauter Regen nicht mehr gesehen. Also das war echt hardcore für 2 Stunden. Danach sind die Wellen und die Windböen kommen. Das ist nachher da immer so ein Tipp für die ganzen Sachen, wenn die Wetterumschwünge kommen. Schaut, wo sitzt, schaut, ob ihr irgendwo morsches Holz um euch habt. Darum wütet im Endeffekt der Specht und auch der Käfer. Und du brauchst im Endeffekt nicht einen Baum auf den Zelt oder im Endeffekt ein Boot drauf haben. Das ist lebensgefährlich, deswegen einmal mit ein bisschen Hirn da angeln. Genauso auch schauen. Wenn man weiter hochfährt bei uns, gibt es immer wieder diese sogenannten Abbruchskanten. Kann passieren, dass ein Baum entwurzelt, kann passieren, dass ein Erdrutsch oder eine Schüttung irgendwo reinfällt und vielleicht hier vorne aufs Boot drauf. Das geht binnen 5 Sekunden, wenn überhaupt 3 Sekunden und du bist mit dem ganzen Boot weg. Zahlt sich nicht aus, immer mit ein bisschen Hirnangeln, ist schon viel zu viel passiert da unten. Wie gesagt, das sind die Sachen, das sind die Apps, mit denen was ich da unten immer wieder arbeite, als Guide, wo ich ja drauf schaue, wo ich ja zu den Gästen sage, hör zu, schau her, das ist die Möglichkeit, was du hast, dass nicht jedes Mal mich anrufen, weil, wie gesagt, wir sind exklusiv bei der Wallerwelt da herum mit 4 Booten, aber trotzdem ist es immer wieder anstrengend, wenn ich draußen schon im Regen bin, permanent leite das Handy beim Auslegen, ist einfach viel effektiver nachher, wenn es, wenn es die Leute und die Gäste einfach selber drauf schauen können und auch vielleicht sich selber da ein bisschen selbstständiger agieren können. Ich hoffe, die Tipps waren auch für den einen oder anderen was dabei. Schaut mal bei den Apps rein, das sind relativ cool, die ganzen, easy erklärt. Ich sage, ich blende euch da die einzelnen Schriften und das auch unten nochmal ein. Oder habe es euch auch vielleicht jetzt im Video schon eingeblendet. Ja, mit dem sind super aufgestellt. Ja, wir warten jetzt in der Nacht, ob da noch was geht. So, wegen dem Fisch sind wir da. Einen Anstieg haben wir nicht ganz nutzen können. Wie gesagt, haben wir ein paar Startschwierigkeiten gehabt, aber auch nach dem Hochwasser beim fallenden Wasser sind fette Fische möglich. Wir haben eine richtige Kirschen jetzt da heute in der Früh gefangen. Wir genießen gerade die Oktobersonne, die scheint uns schön ins Gesicht. Mit so einem fetten Wös, was der Hans heute gefangen hat. Petri dazu. Bitte dank. Wir sind happy auf jeden Fall. Der Fisch ist richtig im Soft gewesen. Der war trotzdem noch nicht ganz voll. Also ich kann euch das sagen. In der Wallerwelt 2.0 tickt die Sache ein bisschen anders. Die Fische fressen und rosten natürlich auch aus, beim Hochwasser aus. Aber Konstantwasser und fallendes Wasser ist witzig, du immer etwas leichter als wie beim Steiger. Ja, wie gesagt, wir tun uns da jetzt gar nicht so lange unterhalten. Wir schauen, dass der Fisch jetzt wieder zurückkommt. Schaut euch das Gerät an, ich war volle Freude. Mega fett, Petri. Keine Bedingungen sind aussichtslos. Auch nach dem Hochwasser kann man Big Fish fangen. Kurtl und der Peter haben heute in der Nacht alles richtig gemacht, 2 Bisse haben sie gekriegt. Beide auf Oberfläche. Schaut euch bitte den Kopf einmal an. Ein richtiger Big One vom Oberlauf. Dickes Petri. Bitte, dank. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen.
Wenn ihr Ideen habt, welche Videos dass ich in Zukunft von Wös- und Wollerfischen für euch produzieren darf, schreibt es einfach in die Kommentare. Ihr könnt den Kanal abonnieren, es kommen weitere Videos. Vor allem jetzt, von den letzten Sessions kommen noch definitiv weitere Videos. Und ja, ihr könnt den Kanal abonnieren, dann sind wir up to date. Das ist eine der wenigen Sachen, was heutzutage sogar noch gratis sind. Und ja, meine Homepage ist fertig, vielleicht schaut da einmal vorbei. www.hans.com. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Video, euer Johann Troppacher.